Úgy nevezzük magunkat, hogy Cifra Együttes. Cifra az egy hegy tulajdonképpen, amiről elneveztük magunkat. És ez a hegy Mezőkörpény nevű faluban, Erdély területén található, és hát tulajdonképpen onnan való Szabó Viktor, akit szeretnék bemutatni, ő ennek a falunak a hegedűse. Egész életében tulajdonképpen ennek a falunak a zenéjét, mint rímás játszotta. Szeretném még bemutatni Csukolya Józsefet, aki cimbalmon játszik, ugyanezt a zenét is ismeri, tulajdonképpen együtt ők nagyon sok lakodalmat muzsikáltak, és mi Budapestről már hát régebben óta ismerjük őket, és együtt kigyakoroltunk egy pár számot, és szeretném most egy táncrendet itt eljátszani, mezőkörpényi táncokat fogtok hallani, és hát reméljük táncolni is. Én befejeztem magam részéről. Az ich ganz kurz, also ich sage es lieber auf Deutsch, damit auch damit es auch die Deutschen verstehen. Vorstellen, diese Gruppe setzt sich zusammen aus zwei Budapester Musikern und fantastisch aus zwei Musikern, die in ihrem eigenen Dorf gespielt haben, also vor allem einer, der in seinem eigenen Dorf gespielt haben, Szabó Viktor. Er war der Primas von Mezőkörpény und wir hören jetzt Musik von Mezőkörpény. Wem ihr spielt zum Beispiel Cimbalmos Csurkuja József, er spielt in Marosvásárhely. Und das ist das erste Mal eigentlich, dass Musiker aus Siebenbürgen hier kommen und spielen und die Musik eigentlich aus dem eigenen Gebiet hier spielen dürfen. Danke. Die Seele, es ist wirklich die Seele, die das Ganze eigentlich zustande gebracht hat, dass das überhaupt zustande gekommen ist, dass diese Musiker hier spielen können. Und Pénzes Géza, er ist der Bass, er spielt Bass, er hat bei Ujstulós gespielt, einige von euch kennen ihn bestimmt. Und sie möchten jetzt Musik aus Mezőkörpény spielen. Das ist in der Nähe von dem Gebiet, aus dem ihr die Tänze gelernt habt. Es ist halt eine Verwandtschaft und sie hoffen natürlich, dass sie nicht nur spielen, dass sie auch versucht, auf diese Musik zu tanzen. Das war's.